einmal im Monat werden wir in Zukunft und haben wir in der Vergangenheit oft ein Patreon-Box-Break machen. Für meine Patreons auf patreon.com/mtgmitpatrick. Ja, natürlich kosten die Booster was, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, das Erlebnis hier ist doch unbeschreiblich. Und wir starten rein in 2 Modern Horizons 3 Collector Displays. Wie es der Zufall will, habe ich mein Messer wieder gefunden. Yay! Die Reihenfolge der Booster für meine Patreons steht auf patreon.com. Das heißt, das ist das erste Display und es ist ganz klar, für wen das erste Booster ist, bis hin zum letzten. Und es ist die Garantie für euch, es kam aus einem Sealed Case. Hier sind die anderen 4 Displays, die zu diesem Case gehören. Das heißt, hier ist noch kein Hit entnommen worden. Es kann sogar eine serialisierte Karte drin sein. So, ich werde ein bisschen vorsichtig sein beim Öffnen der Booster, weil ich die ganz gerne auch benutze, um da die Karten wieder reinzutun nach dem Öffnen. Los geht's. Es ist das beste Set des Jahres. Bloomberrow war schön für wegen der Tiere. Duskmon hat Japanese Fractured Foil. Wir hatten schon The Big Score. Wir hatten schon eine ganze Menge, aber das hier ist das Gewinnerset des Jahres. Aber auch das teuerste. Foreboding Landscape. Ata Insignificance. Nix Bonhydra. Skirrillous Sentry ist die 4. Kamen. Jetzt kommen die Uncommon Signature Slam. Lethal Throwdown. Territory Color. Hier ist ein Full Art Basic. Jetzt kommen 2 Retro-Frame-Karten. Die 2. ist in voll, die könnte schon was sein. Monstrous Vortex, immerhin Uncommon. Und jetzt kommt, glaube ich, schon die erste Rare. Yo. Archway of Innovation. Da ist ja auf jeden Fall die Arena of Glory, glaube ich, die rote, ist ganz schön im Preis gestiegen. Archway of Innovation weiß ich jetzt gerade nicht, aber erste Rare. Angelic Aberration, Eldrazi Angel. Echoes of Eternity, auch ein Kindred Enchantment Eldrazi, das sind auf jeden Fall Karten, die ich schon ein paar Mal verkauft habe. Kudo King Among Bears, not gonna lie, ist nicht die beste Retro-Frame-Karte, die man kriegen kann. Und eine Rare. Sapphire Medaillon Borderless Foil wird seine paar Euro wert sein. Eldrazi Spawn und Soldier Token ist sicherlich auch die beste Karte dieses Boosters. Ob das jetzt den Einkaufspreis rechtfertigt, wage ich zu bezweifeln. Aber das war das erste Booster. Funktioniert der Stift? 1. Weiter geht's. Eieiei. Das Video wird nicht so mega performen, weil die Leute gerade, ne, auf Duskmon gehypt sind. Modern Horizons war mehr so ein Sommerding. Aber das ist eben das Schöne für die Patreons. Die haben Bock drauf. Wir haben auch wieder 4 Commons. It That Heralds the End. Royal Kartographer. Disciple of Freya Lise. Auf der Rückseite haben wir Garden of Freya Lise. Kann ungetappt ins Spiel kommen. Gutes Land. Ein Forest. Marionetten Apprentice und Evolution Witness. Jetzt geht's los mit den Rares oder Mythic Rares. Rare. Sapphire Medaillon. 2. Mal, das wir sehen. Hideous Taskmaster. Eldrazi. Oh, Flooded Strand. Direkt das erste Fetchland und dann Extended Art. Schön. Yo, und Psychic Frog hinterher. Das ist ein Bombenbooster. Und Wrath of the Skies, Full Monty, Eldrazi Spawn, Gremlin Token. Also Psychic Frog und Flooded Strand und Wrath of the Skies. 3 durchaus gute Rares. 1 solide, 2 wirklich gut. Tschüss. 2. Können wir auflassen. So, weiter geht's. Ach, ich liebe es mir, so ein bisschen Zeit zu lassen. Wenn hier eine serialisierte ist, dann raste ich aus.
Ich weiß gerade auch selber gar nicht, wer welche Zahl repräsentiert von den 12 bzw. 24 Boostern, die jetzt kommen. Deswegen, es wird einfach krass. Emrakul's Messenger. Fledgling Dragon, Mountain, Strike It Rich, Galvanic Discharge und zweites Fetchland, Windswept Heath. Siege Gang Lieutenant und die erste Mythic Rare. Das Birthing Ritual in Borderless Foil, Non-Foil, sorry. Der Birthing Pod in Fair. Fanatic of Ronas und Invert Polarity Extended Art Foil. Keine schlechte Karte, keine sehr gute Karte. Aber ich denke, mit einem Fetchland und einem Mythic Rare kann man viel anfangen. Und wir machen es mal anders. Drei. Ich lege es einfach auf. Ihr müsst mir nicht zugucken, wie ich hier ewig Booster packe. Das mache ich im Nachhinein, wenn ich die Preise raussuche. Bei solchen Sets, die schon ein bisschen älter sind, nehme ich tatsächlich den 7-Tage-Durchschnitt, weil ich stelle Karten auch ein mit 7-Tage-Durchschnitt plus 10 bis 20%. Und nur weil es einen Typen gibt, der eine Karte für 20 Cent verkauft, ist sie keine 20 Cent wert. Oder eben auch ein Euro 20 Cent. Kann auch eine 2,30 € Karte sein, so. Nur weil einer es so loswerden muss, kann die Karte mehr wert sein. Kommt nur getappt ins Spiel. Ein Swamp. Consuming Corruption. Unholy Heat in Foil. Retro Frame und. Oh, Shifting Woodland. Das beste Land aus dem Rare Cycle der Länder. Lazotep Quarry. Das schlechtere der Commander Länder. Sapphire Medaillon zum dritten Mal. Jetzt haben wir es einmal in Borderless Foil, einmal in Borderless Non-Foil, einmal in Standard Frame Foil. Party Thrasher Retro Frame und das sieht aus wie S Ren. Ja, Six. Nicht Ren, sondern Six. In Profile Borderless Foil. Gefällt mir gut. Preistechnisch. Ja, Shifting Woodlands und Six sind, denke ich, die besten Karten. Bisher haben wir auf jeden Fall das zweite Booster. War wild mit Flooded Strand und Psychic Frog. Mit Abstand das Beste, würde ich sagen, bisher. Haben wir vier Commons, drei Uncommons, Plains. Oh, Snow Covered Wastes, Borderless Foil, Wheel of Potential, Ulalek Fused Atrocity Etched Foil, der Commander. Alter, sieht das wild aus. Der Commander aus den Precons. Ziemlich off-center. The Necrobloom Borderless Profile. Primal Prayers Borderless und Full Monty. Erste Mythic Rare. 2-2. Not Alone. Was ist das? Kalia of the Vast Edge Foil. Das ist geil. Also Kalia und Ulalek. Zwei Mythic Rares Edged Foils für Booster Nummer 5. Vom ersten Display. Das ist so. Alle Patreons haben wahrscheinlich gerade die Tabelle parallel offen. Wann bin ich dran? Wer ist wann dran? So. Also. Kalia of the Vast Edged Foil, das ist ein Hit. Mountain, nochmal Snow Covered Waste, ist ein Borderless. Tireless Provisioner Retro Frame Foil ist gut. Deserted Temple, erste Foil Rare. Chittering Dispatcher, Commander. Wooded Foothills, nice. Extended Art Fetchland. Nummer 3, das dritte Fetchland. Recruit of the Guard, da wäre lieber Ocelot Pride an dieser Stelle gesehen. Und Amphibian Downpour, leider nicht, aber wir freuen uns über eine Mythic Rare und ein Fetchland. Ja, freuen wir uns über ein Mythic Rare und ein Fetchland. Das Fetchland ist auf jeden Fall seine 15 Euro wert. Die Booster kosten mehr, machen wir uns nichts vor, als 15 Euro. Aber, ja, man kann halt keinen Einfluss drauf, ne? Ich würde sagen, in diesen nächsten 6 Boostern stecken noch 5, 6 Stück, die richtig gut sind. Nicht 5, 6, nein. 1, 2, 5, 6 Stück, Alter. Null Elemental Blast, Glaring Flash Raker, Island, Abiding Grace, Jolted Awake, Souring Microspawn, Tarmogoyf Nest, Arena of Glory. Gute Karte. Ist deutlich im Preis gestiegen. Flooded Strand Borderless. Viertes Fetchland.
Und Warren Soul Trader Retro Frame Foil ist nicht schlecht. Nicht so schlecht, wie man auf den ersten Blick denkt. Ich dachte es zumindest. Flooded Strand nach oben. Ich weiß, es ist konstant, aber ich möchte jetzt die Hits nach oben legen. Aus jedem Booster. So, come on! Serialisierte Karten? Vielleicht noch? Das würde mich vom Hocker hauen. Forest. Meltdown. Aether Spike. Und let's go. Kappa Kanonier. Gute Karte. Kann ich für mein Marchesa Deck gebrauchen. Liebe Grüße an Lars. Rampant Frogantur. Harbinger of the Seas. Jetzt geht's los. Kappa Kanonier. Hätte auch ein Flare of Negation sein können. Und Rare Polluted Delta Borderless Foils. Nur Retro Frame Foil ist, denke ich, besser. Nice. Polluted Delta Borderless Foil für Nummer 8. Das nimmt jeder gerne, würde ich sagen. Zack. Okay. Nichts spoilern. Okay. Winged. Cursed Wombat. Buried Alive. Plains. Null Elemental Blast Retro Frame. Priest of Titania. Und Flooded Strand. Fünftes Fetchland. Localized Destruction. Anna Kennerith, Sky Captain, ist eine eklige Commanderin. Flying Lifelink, Ward, discard a card. Whenever a modified creature you control attacks, double the number of each kind of counter on it. Then for each non-token permanent attached to it, create a token that's a copy of that permanent attached to that creature. Flare of Malice. Und das ist, glaube ich, Arena of Glory. Boah, also Flare of Malice, Arena of Glory Borderless, würde ich sagen, ist stärker als ein Foil Flooded Strand. Kann mich auch irren, aber ich weiß, dass die Arena of Glory echt hochgegangen ist im Preis. Und naja, am Ende sortiere ich hier ja nach Preis ein bisschen auch. Ne? Es ist eine Erfahrung. Man sagt ja auch immer, der Spaß steht an vorderster Stelle. Das stimmt sicherlich auch. Ich weiß zum Beispiel, das letzte ist Black Urpilz, das vorletzte Totti. Das drittletzte weiß ich gerade schon wieder nicht auswendig, wer das hier bekommt. It That Heralds the End war mal über 1 Euro wert. Mal gucken, wo es jetzt ist. Breyer, Ethereum Shaper, Mythic Rare, Nummer 1 aus diesem Booster. Benthic Anomaly, Amphibian Downpour. Und jetzt kannst du ein bisschen anziehen. Ach ja, ich erinnere mich. Als ich das letzte Mal MH3 aufgemacht habe, war Fury zwar schon gebannt, aber Grief noch nicht. Ich habe hier, ich denke, guck mal bei Card Market unter MTG mit Patrick, sortiert nach Modern Horizons 3 Extras. Grief und Nadu. Oh, da habe ich Geld verbrannt. Also kauft mir doch bitte meine Griefs und Nadus ab. Fury. Okay. Okay, Redemption Arc. Erst das gebannte Fury, dann Subtlety. Special Guest. Es ist nicht textured voll, aber was für ein Comeback. Subtlety und Breyer immerhin. Also drei, das ist ein 3 Mythic Rare Pack gewesen. Jetzt kommen wir zu Totti. Booster Nummer 11. Sneaky Snacker. Totti hat gesagt, Patrick, ich würde mir wünschen, dass du mir mal was Gutes ziehst. Alter, das eine Sekunde später zugesagt, dann wäre das hier dein Booster gewesen, Totti. Snow-Covered Wastes Retro Frame. Sprichst du von sowas? Ripples of Undeath verkaufe ich im Moment für 1,50 das Stück. Glattenes Hellkite, der ist es nicht. Ruby Medaillon, Borderless. Invert Polarity. Und Raghavan Nimble Pilferer. Bam! Redemption Arc Nummer 1, Redemption Arc Nummer 2. Herzlichen Glückwunsch. Ein Raghavan Nimble Pilferer. Borderless Foil. Absolut nicht. Retro Frame Foil. Ich hoffe, die Stimmen verstummen nun, mein lieber Totti. Und ich weiß, dass du, wenn einer überhaupt, dann weißt du es, Retro Frame Foils von teuren Karten zu schätzen zu wissen. Und ich hoffe, der findet seinen Platz in ein
eins deiner Commander-Decks. So. Letztes Booster. It was at this moment that he knew. He fucked up. Das ist gar nicht Totti gewesen. Ach, du heilige Scheiße. Das war nicht Totti. Das bringt hier gerade neue Spannung ins Spiel, denn Totti ist das vorletzte Booster aus dem nächsten Display. Oh mein Gott. Dann ist das hier auch nicht Black Urpilz. Oh Gott. Oh. Genko Future Shaper. Kaith, Famed Mechanist, Borderless Profile aus dem Commander. Oh, come on, was soll das? Wheel of Potential und Wintermoon Extended Art Foil. Wow. Eieieiei. Da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Fuck. Naja, es ändert nichts, also ist jetzt auch nicht schlimm. Es ist nur, das Narrativ ist kaputt. Ich sortiere hier kurz, beziehungsweise räume ein bisschen auf und dann kommt Booster Nummer, Display Nummer 2 dran. Eieieiei. Da war schon jemand zu Hause, der sich über Ragavan gefreut hat. Und dann kommt Patrick und sagt, April, das warst du gar nicht. Fette Sorry, aber auf der positiven Seite ist, rein theoretisch, kannst du noch eine serialisierte kriegen. So ein Ragavan ist ja auch nur 50, 60, 70, 80 Euro wert, ich weiß es gar nicht. Alter, die untere Reihe war schon wirklich gut. In jedem mindestens ein Fetchland oder besser. So, weiter geht's. Jetzt sind die letzten beiden Booster Totti und der Kuppels. Ei. Ups. Also da würde ich mich ja ein bisschen aufregen als Kunde. So. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23, 24. So, meine Lieben. Den ganzen Spaß nochmal. Ich würde sagen, das erste Display war schon Weltklasse jetzt nicht, aber gut. Also das war schon gut. Oh Mann, das tut mir wirklich leid, ey. Wir fangen an mit einer Necrodominance. Das ist doch was. Necrodominance auf die 1. Salvation Colossus. Pearl Medaillon. Wrath of the Skies. Laelia the Blade Reforged und Eldrazi Spawn. Necrodominance in Foil ist der klare Hit dieses Boosters. Von Booster Nummer 13. Weiter geht's mit dem nächsten. Ursa's Cave. Pinnacle Monk. Mystic Peak, Island, Jolted Awake, Munition Expert und Null Drifter. Yoti Morg Ancient ist immerhin eine Mythic Rare. Dreamtide Whale, Springheart Nantuko und Flare of Malice, Borderless Foil. Das ist dieser kostenlose Cycle, ne? Der scheinbar jetzt bei allen Modern Horizons immer drin sein wird. Wir hatten im ersten, ich glaube, das war Fierce Guardianship und so. Im zweiten, boah, ich weiß es gar nicht. Fierce Guardianship. Auf jeden Fall kostenlose Spells. Ach, das waren die Elemente wahrscheinlich, ne? Tireless Provisioner. Accursed Marauder. Wrath of the Skies. Inversion Behemoth. Abstruse Appropriation. Flooded Strand. Und The Necrobloom Edge Foil. Flooded Strand hier definitiv der Hit. Bisher,
hat jedes Booster aus diesem Display mindestens einen Hit. Boosterpreise sind halt auch hoch, ne? Also man muss hier schon zwei Mythic Rares drin haben oder eine überragende oder ein Foil-Fetchland, damit es sich hier wirklich lohnt. Das muss man einfach so sagen. Galvanic Charge. White Orchid Phantom in Foil. Aggressive Biomancy. Pearl Ear Imperial Advisor. Oh nein. Eine Mythic Rare, die keiner braucht. Shadow of the Second Sun. Und nein! Nadu Winged Wisdom Borderless Foil. Das war mal. Eine 25, 30 Euro Karte. Guckt euch die Preise jetzt mal an. Ich meine, ich blende sie ein, aber guckt sie euch mal an. Auch den Preisverlauf bei MTG Stocks. Macht euch mal den Spaß und schaut euch Nadu an. Schaut euch Grief an. Das ist schon, tut schon weh. So, das ist 13, 14, 15, 16, 17. Wir haben Emerald Medaillon. Selective Obliteration. Bloodstained Maya, nice. Extended Art. Volatile Storm Drake, der faire Gilded Drake. Und Echoes of Eternity in Borderless Foil. Mit einem Bird Eldrazi Spawn Token. Bisher sieht das irgendwie immer noch ganz cool aus. So, die fünf Karten, die oben drauf liegen auf diesen Boostern. Nur, dass Nadu halt nichts mehr wert ist. Und auch so ein Bloodstained Maya und Flooded Strand. Den Boosterpreis nicht wirklich reinholen. Das muss man so sagen. Aber positiv. Sieht geil aus. Nadu ist immer noch eine chillige Karte. Macht Spaß. Im Commander. Immer noch besser als Crabomination. Pyrogolf. Shifting Woodland Borderless. Tamiyo Inquisitive Student. Auch Borderless. Und Tamiyo Season Scholar auf der Rückseite. Und der nächste Mythic Rare. Yo. Immerhin eine gute Karte, die direkt doppelt hintereinander kommt. Tamiyo Inquisitive Student, Tamiyo Season Scholar. Nicht textured voll. Zweimal drin. Come on. Booster Nummer 18 ist ein kleiner Cheater auf jeden Fall. Ach ja. So. 19. Oh, Sink into Stupor und Soporific Springs. 3 Euro, 4 Euro, vielleicht auch 5 Euro. Wir haben eine kleine Power Balance. Dieser The Restless in Borderless Profile Foil. Roshin Roaring Prophet. Ja, Ocelot Pride, Nummer 19, du hast ausgesorgt. Rentenantrag kann rausgeschickt werden. Nummer 19. Ocelot Pride. Was war die erste? Die erste Folge war auch ganz gut, oder? Nee, Power Balance. Und Bloodstained Maya Extended Art Foil. Sweet. So. Die letzten 5. Das sind die ersten 5, die sich gemeldet haben. Wird man hier belohnt oder bestraft fürs frühe Melden? Platz 5 kriegt immerhin mal eine Voll-Planeswalker-Karte. Grist. Trench Post. Ist ja übrigens auf der Rückseite Grist the Plague Swarm. Wintermoon Extended Art. Oh, keine. White Orchid Phantom und Psychic Frog? Nein. Yo! Psychic Frog Retro Frame Voll. Das ist gut. Fünfter sein lohnt sich bei Endlich mit Patrick. Wie sieht's aus mit Vierter sein? Also bisher würde ich sagen, am besten hat sich Sechster sein. Siebter sein lohnt sich auch. Komm her. Sechster sein lohnt sich aber auf jeden Fall. Eieieiei. So. Erste Rare ist eine Rare. Kozilek's Command. Solider Start. Eldrazi Confluence. Crabomination. Und eine Mythic Rare? Nein. Party Thrasher. Vierter zu sein lohnt sich. Nein, ist das Fury? Nein. Es ist Ashling Flame Dancer. Borderless Profile Foil.
Und ein Ocelot Pride Token, vielleicht ist der 1 Euro wert. Ashling Flame Dancer. Ich würde sagen, Vierter sein lohnt sich nicht. Merkt euch das mal für die nächsten. Fünfter ist Top, Vierter ist Flop. Wobei ein Ashling immer ein voll Borderless Mything Rare ist auch nice. Victimize, Retroframe Foil. Aether Revolt. Barrowgoyf. Gute Karte. Emperor of Bones. Mythic Rare. Yo! Dritter sein lohnt sich auch. Ab in die Rente. Ocelot Pride und Fury. Retro Frame Foil. Der Fury in Retro Frame Foil tut mir fast ein bisschen weh. Wäre stark, wenn es der Ocelot Pride wäre in Foil. Ist eine 50, 60 Euro Karte. So. Es zeigen sich Parallelen. Wir hatten Subtlety und Fury in dem drittletzten Booster des ersten Displays. Totti, dein erster Booster, in dem ich, was ich dachte, dein wäre, was es leider nicht war, hatte einen Ragavan, Nimble Pilferer, Retro Frame Foil. Mir wird das Herz bluten, wenn hier jetzt Müll drin ist. Ich hoffe auf eine nummerierte Karte. Island. Puh, come on, ey. Schon mal Snow Covered Wastes. Consuming Corruption. Phyrexian Germ Food Token. Oh komm. 5 Versuche. Rare. Toxic Deluge. Kein Müll, aber auch nichts Dolles. Rare. Hourglass of the Lost. Reden wir nicht drüber. Rare. Archway of Innovation. 2 Versuche noch. 6. Und was ist das? Eine Rare. 7-5. 7-5 ist das der komische Wal. Es ist der Dream Tide Whale. Nein. Nein, nein, nein. Es tut mir so leid. Das hätte Ragavan sein können. Ich, not gonna lie, für das Narrative ist das lustig. Für dich tut es mir richtig leid. Oh, nö, ey. Und ich muss euch sagen, ich habe das, die Verteilung der Plätze habe ich natürlich gemacht, bevor ich hier aufgemacht habe. So, Dragon's Rage Channeler. Retro Frame. Tune the Narrative. Guide of Souls. Black Urpils. Sunken Palace. Laelia the Blade Reforged. Flare of Fortitude. Und, ist das eine Mythic Rare? Nein. Kudo, King Among Bears. Das ist noch größerer Stinker. Es lohnt sich also nicht, Erster und Zweiter zu werden. Es lohnt sich, Dritter zu werden. Fünfter, Sechster. Naja, und darüber hinaus auch. Das waren 2 Modern Horizons, 3 Collector Displays. Es hat mega Spaß gemacht, die aufzumachen. Aber es tut mir leid, was da am Ende passiert ist. Okay, danke fürs Zuschauen, ne? Und das hier wird auch noch aufgemacht. Aber in dem extra Video, damit ihr auch nochmal 10 Minuten zwischendurch gucken könnt. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Bis bald, meine Freunde.